Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tank Mechanic Simulator hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen hier das SKFZ 251-1 Ausführung D. SD-Kfz, die vergessen. Gut, das ist teilweise kettenbetrieben und vorne mit ganz normalen Rädern, wurde zum Truppentransport bzw. ähnlichem eingesetzt. Also hier hinten drin könnten, glaube ich, bis zu 8 oder 10 Mann sogar sitzen. Bin mir gar nicht ganz so sicher. Wird sehr häufig in so Spielen verwendet. Sieht auch sehr schön innen aus. Muss man ehrlich sagen, also sieht echt nicht schlecht aus. Das Lenkrad ist ein bisschen merkwürdig angebracht, aber okay. Hier oben war Lafette für ein MG, was angebracht werden konnte. Und hier hinten konnte man, glaube ich, auch eine Waffe anbringen, so wie es aussieht. So, und dann hatten wir hier eine Motorloge. Okay, so, was soll man denn hier Schönes dran machen? Also erstmal gucken wir uns den Status des Fahrzeuges mal an. Panzerstatus. Panzeranalyse. Und da sehen wir, dass hier im Motor einiges defektiös ist. Oh ja, Motor, okay. Und hier Aufhängung, schmales Rad. Also das ist alles, was wir unten rostig sehen. Nur hier oben. Ach, guck mal, da haben wir auch bei den Gleisketten auch noch Probleme. Aber hier der Rumpf ist erstmal ganz in Ordnung und der Innenrumpf auch. Heißt also, wir werden uns als erstes um die Gleisketten kümmern und um das Rad vorne, damit wir das dann erstmal hier in Ordnung haben. Dazu müssen wir aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal den Rost runterholen. So. Bleibt mal an. So, dann haben wir hier mal eine schöne originale Rostentfernung an dem Fahrzeug. So, dahinter ist noch was, ne? Ja, da sieht man so ein bisschen. Rausgucken, da müssen wir wahrscheinlich nochmal unten runter und dann in den Keller gehen. Und von unten mal nochmal gucken, was da so alles haben. So, aber sonst haben wir doch schon mal hier. Ich nehme an, wir müssen da auch ein bisschen mehr auseinandernehmen diesmal an diesem Fahrzeug. Interessant ist, dass wir auch das Rad quasi, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das denn extra so ist, dass der Gummi auch rostet oder, ach, das ist nur austauschbar, wollte ich mal sagen. Das, die Felge kann man nur reinigen, aber das Rad nicht. Das müssen wir wahrscheinlich auseinanderbauen dann. Okay, interessant. Mal gucken, wo das geht. Also müssen wir wahrscheinlich Rad und, oder beziehungsweise Felge und Reifen voneinander trennen. Da hinten die Federung ist auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Die können wir aber so reparieren. Na gut, das wird dann der Drehstabfeder auch großartig machen, ne? Das ist ja nun eigentlich nicht mehr als wie ein Metall. Also Drehstabfeder funktioniert ja durch ein vorgespanntes Metall. Also quasi dort ist ein Rohr verdreht worden, aktiv verdreht worden. Und steht unter Spannung. Und drückt halt quasi die ganze Zeit nach unten. Also es ist so verdreht, dass es jetzt nach oben hin quasi verdreht wurde. Die eigentliche Position wäre wesentlich weiter unten. Und dadurch drücken die Räder immer nach unten. Ist eigentlich kein schlechtes System. Also funktioniert so an sich ja ganz gut. Und da sehen wir schon hier vorne im Motor ist einiges, was wir da machen müssen. Da müssen wir mal die Motorluke aufmachen und mal den Motor rausnehmen. So, okay. Gut. Huch. Nein, ich wollte es wieder nicht fallen lassen. Na, kann auch da rausgehen. Da ist ja auch eine Öffnung. So, dann schmeißen wir den mal dahin. Dann machen wir mal die Motorluke auf. Eine Motorluke hier, eine Motorluke da. Und dann werden wir den Motor rausnehmen. Bitteschön, Modul wählen, Motor. So, dann gehen wir jetzt mal zum Motor und gucken mal, was da so alles zu reparieren geht oder was wir da abbauen müssen. Das ist der falsche Knopf gewesen, das falsche Gerät gewesen. Den wollte ich gerade nicht. Wollte den hier haben. So. Gucken, da gibt es bestimmt ein paar Teile, die können wir so nicht reparieren. Es gibt viele Teile, die können wir wahrscheinlich so reparieren. Hm, das ist interessant. Okay. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, okay. So, mach dich wieder aus. Legen Sie sich mal hier hin. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Hammer machen kann, aber das wird sich bestimmt auch noch zeigen. Vielleicht kann ich da ja Einzelteile irgendwie abklopfen oder weghämmern oder man weiß es nicht. So, dann gehen wir hier mal dran und werden das ganze Ding mal sandstrahlen hier. So, ach, das sieht ja auch lustig aus hier, der Keilriemen. Da weiß man nicht, wo der, warum der so ist, aber da fehlt irgendwas. Naja, gut, okay. Hm. So, haben wir denn hier jetzt alles? Moment, das sieht nicht aus so. Gut. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal in den Status. Panzerstatus, Analyse. Also so, dann gucken wir mal beim Motor jetzt, wie sieht's aus. Ein Verschluss ist noch nicht richtig. Ein Verschluss
Haben wir nicht richtig erwischt, aber sonst ist beim Motor erstmal alles schon mal ganz gut. Hier bei Räder fehlt auch noch ein Reifen und dann ein Reibrad noch. Da weiß ich nicht, wo das ist. Und noch ein Reifen. Also ein Reibrad haben wir noch nicht richtig. Gleisketten haben wir alles schon erwischt mit dem Entrosten. Das ist schon mal gut. So, Verschluss. Was ist denn jetzt hier der Verschluss an dem Motor? Leg dich mal beiseite hier. Ach nee. So. Mal gucken, was ist denn hier der Verschluss? Gehäuseluke, Gehäuseluke, Auspuff, Verschluss. Ah ja. Och, sind wir 82%. Da müssen wir nochmal ganz kurz dran. Kommen Sie mal mit hier, junger Mann. So. So, dann bräuchte ich mal. So, sehr schön. Gut. Okay. Irgendwelche Teile habe ich noch nicht erwischt. Da müssen wir gleich mal gucken, nochmal, wie die heißen. Ein Reibrad. Und ein anderes Teil. Was könnte denn hier ein Reibrad sein? Ein Kettenrad hätten wir hier. Vorgleiskette. Und, aber wir können erstmal das hier abbauen, ne? Kann ich den Reifen, kann ich den einfach demontieren? Ach ja, so einfach kriege ich den Reifen darunter. Okay, gut. Das war jetzt sehr einfach. So. Gut, okay, ein Reibrad. Gucken wir mal hier, was haben wir denn hier noch so? Kettenrad. Auspuff. Puff, puff. Sieht man hier noch irgendwas von unten? So, erstmal nicht. Okay. Noch irgendwas, was man hier so durchscheinen sieht? Nee. Nun gut. Okay, das wird sich ja dann beim Lackieren mit der Grundierung zeigen, hoffentlich. Welches dann da nicht mehr so gut ist. Dann nehmen wir jetzt hier den Sandstrahler mal. Und wir werden hier mal ein paar Sachen Sand strahlen. Ah, ich glaube, so fällt das auch schon auf dann gleich. Welches Teil jetzt hier nicht blitzeblank wird. Da haben wir nämlich den Rost noch dran vergessen. So, ach, das sieht gut aus. Aber den Gleisketten hatten wir ja eigentlich alles. Dass ich hätte mal gucken können, in welchem Bereich das ist, ne, mit dem Reibrad. Vielleicht hätten wir dann eher herausgefunden, was da noch fehlt. Huch. Ah, ich glaube, ich habe was gefunden. Leg dich mal hier hin, danke. Lass mich mal ganz kurz den anderen Roster hier nehmen. Ah ja, das ist also ein Reibrad gewesen. Okay, gut. Ah, auf der anderen Seite. Doch, da geht's. Da haben wir es erwischt. So. Sehr schön. Alles schön Sand strahlen, damit es blitzeblank wird. Blitzeblank. Na? Komisch aus von außen. Von unten. Aber gut, mag am Licht liegen. Ey, was ist das hier überhaupt? Scrap Metal. Ah ja. Snow Scrap Metal. Das klingt ja nicht schön. So. Und hier vorne noch eine Felge. Gut, gut, Baba. Dann gucken wir doch mal in den Panzerstatus. So, Zustand der Räder. Ja, okay, da fehlen ja noch die Räder. So, einen Verschluss haben wir immer noch beim Motor mit 33%. Kann man leider nicht highlighten. Reifen ist nicht dran. Aufhängung, Aufhängung, Aufhängung haben wir nicht gesandstrahlt. Okay, Moment. Die Aufhängung habe ich denn nicht gekriegt. Ach ja, hier, guck an. Da waren wir ein bisschen nachlässig. Ne, komm, mach aus. Aus, danke. Huch.
Okay. So, und hier haben wir immer noch irgendeinen Verschluss, nicht? Gesandtstrahlt. Irgendein Verschluss ist hier noch nicht gesandtstrahlt. Mal gucken hier. Beendet, 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 beendet. Gehäuse, Gehäuseluke. Oh. Vielleicht im Motorraum irgendwo? Aber ich habe mir mit Dings, mit entrostet habe ich mir anscheinend schon. Na, hier drin sieht alles ganz gut aus, ne? Na gut. Okay. Wir werden das Teil schon noch finden. Machen wir doch mal die Ansicht auf Inspektionsmodus. Wir müssten ja jetzt so irgendwo ein paar rote Teile rumfliegen. So, hier in dem Motor ist eigentlich alles. Aber sowas von grün. Das sieht toll aus. Okay, so. Will ich den Motor eigentlich schon wieder zurückbauen? So, mit Anlauf da reinhopsen. Ist hier irgendwo was rot zu sehen? Irgendwie kann man seine Figur zurücksetzen. Hat man mir noch geschrieben, das weiß ich noch nicht, wie das geht. Aber bis jetzt bin ich ja immer noch überall wieder rausgehopst gekommen. So, das sieht auch ganz gut aus. Hier sieht auch erstmal alles schön gelb aus. Gelb ist ja sozusagen im mittleren Bereich. Wir suchen jetzt nach kernroten Teilen hier. Gucken wir mal, welche finden. Ich sehe sie nicht. Nun gut. Okay. Vielleicht sehen wir es erst, wenn er eingebaut ist. Dann wollen wir den Motor nochmal wieder einsetzen. Nee, nicht Panzerstatus. Nee, das interessiert mich auch gerade nicht. Jetzt den Motor mal wieder rein. Dann gucken wir, vielleicht ist dann der Verschluss da irgendwo zu sehen. Ach. Nö, ne? Da ist nichts Rotes zu erkennen. Machen wir die Motorloge zu. Sieht erstmal ganz gut aus. Ah ja, habe ich jetzt auch erwischt. Alles klar, okay, gut. So, dann werden wir jetzt erstmal ins Inventar gehen. Rennring. Lager, genau. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier das Fahrzeug wählen. Dieses Fahrzeug haben wir dann hier zwei Reifen. Die möchte ich ganz gerne gucken. Die kosten jetzt $16 und $15 sind sie jetzt wert. Wenn ich jetzt die Reparatur anordne, kostet mich die Reparatur $73, erfordert ein bisschen Zeit. Fortfahren. So, $73. Von 16 haben wir jetzt schon, also wir machen jetzt schon $20, wird man jetzt schon gewinnen, pro. Oh, $25 pro Reifen sind schon drin. $40 sogar. Also das macht jetzt echt ein bisschen, oh Gott, oh Gott. Ah, jetzt grundiert werden die Reifen auch, okay. Schön. Schön, dass hier alle Teile gleich behandelt werden. Auch die Reifen werden grundiert. So. Gut. Also, und jetzt sind sie $86 jeweils wert. Das heißt also, wir haben $76 bezahlt, um aus zwei Gegenständen, die $16 wert sind, zwei Gegenstände zu machen, die $86 wert sind. Das heißt also, $70 pro Teil. Das war nicht gut. Entschuldigung dafür. Habe ich den Tab nicht stumm geschalten. Sorry. So. Ja. Also die Reparaturen lohnen sich wirklich. Ist doch ganz gut. So. Gut, dann können wir ja hier schon mal den Reifen drauf tun. In den Montagemodus bitte gehen. Und dann wollen wir ganz gerne hier den Reifen anmontieren. Und dann gucken wir hier drüben zu dem Reifen rüber. Und wollen den auch nochmal anmontieren. Und dann ist da schon mal ein bisschen mehr fertig. So, jetzt müssen wir grundieren. Wo bin ich? Alter. Grundieren. Dazu brauche ich hier Farbsprühpistole. So. Und dann wollen wir hier mal alles ein bisschen rötlich einfärben an der ganzen Sache hier. So, das sieht doch schön aus. Ja. Interessant, dass dann Kettenbolzen, also die Verbindung der Ketten, wenn du die sind einzeln. Ah ja, okay. Das ist wahrscheinlich der Bolzen, den du abschrauben musst, wenn du die Ketten abnimmst.
Könnte ich mir vorstellen, dass das so ist in dem Bereich. So, mal die Sprühe aus hier. Mal Sprühe wieder an. So, los geht's. Alles schön rot gemacht. Alles original grundiert. So. Sehr schön. So, dann müssen wir mal gucken, was man sich lackiere. So. Gut, habe ich alles erwischt? Lackierung 71%. Gucken wir mal, ob wir alles erwischt haben. Das sehen wir ja hier in dem Analyse-Tool. Das ist ja das ganz Gute hier. 66, 66, 66. Ja. Da fehlt also noch die Lackierung. Das hat alles 100%. Also irgendwas fehlt hier noch. Konsole, Reibradrand. Konsole, Reibrad, ach ja, Rand. Felge heißt der Rand. So, welche Konsole habe ich denn jetzt hier noch? Hm, keine Ahnung, und ein Reibrad habe ich hier hinten. Das ist das hier hinten wieder, irgendeins. Das ist noch nicht fertig. Aber was ist der Rand? Inspektionsmodus. So, ist hier irgendwo, die Konsole suche ich noch, ne? Hier ist eigentlich alles Goodie. Aber warum kann ich den nicht in Tarnfarbe irgendwie lackieren, jetzt die Reifen? Ich habe die ja bloß grundiert. Den noch irgendwo was gelb durchleuchten? Ne, dann habe ich das wahrscheinlich gleich mitgetroffen. Dann ist das wahrscheinlich da in der Nähe. Panzerstatus. Sieht doch gut aus. Sieht doch sehr gut aus. So, dann können wir das hier beiseite legen. Das beiseite legen. So, dann müsste ich jetzt theoretisch eigentlich nur noch Probe fahren mit dem Ding. Wenn ich den Auftrag richtig verstanden habe, ne? So, Computer, Organizer, benötige Rotation. Ne, das ist hier. Repariere und teste den Panzer. Okay. Was fehlt denn noch? Lackierung, ja. Wie lackiere ich denn jetzt, ne? Gibt es da noch eine extra Pistole zu? Für Tarnung lackieren oder so? Oder muss ich die Pistole umstellen? Moment. Papp-Sprühpistole. Steuerung anzeigen. H. Schalter in den Lackiermodus. X. Lackiermodus. Ha. Und jetzt der. Inspektionsmodus aus. So. Ah ja, jetzt können wir das auch noch schön lackieren hier. Mit X kriegen wir da auch noch Farbe dran. Sehr schön. Oh gut, das ist ja alles relativ einheitlich hier mit der Farbe. So. Das ist ja dann doch eher in Mausgrau gehalten, wo es gar keine Maus ist. Das ist natürlich auch sowas. Weiß gar nicht, welche Panzer sie noch drin haben, also wenn man Panzermodelle kaufen kann, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber für 4 Millionen oder so, dann muss ja irgendwie was, oder was das gekostet hat. Naja, wir gucken mal, was wir alles ausgraben können noch und so. So, Drehstabfeder hier hinten noch. Beziehungsweise hier das Reibrad. Und hier unten haben wir noch die Federungsteile, die Aufhängungen. Mit zu lackieren. So. Sieht man das, welchen Modus man ist? Lackiermodus? Ah ja. Na gut, man sieht es an dem Sprühnebel, den man hat. Gut, gut. Okay, so. Alles fertig. Irgendwas vergessen. Okay, jetzt ist eigentlich wieder alles. Die Lackierung ist nur 98%. Also irgendwo haben wir die Lackierung vergessen.
Wo haben wir denn jetzt die 2% Lackierung vergessen? Welches Teil ist denn jetzt nicht repariert oder lackiert? Warte mal, das wird mir hier der wahrscheinlich sagen. Oder? Den 40%. Den benötigen wir zum Operativzustand. Nö, sieht alles ganz gut aus, okay. Und dann müssen wir jetzt noch machen, was müssen wir machen? Testfahrt. Eine Testfahrt müssen wir machen. Okay, dann können wir das erste Mal ein Fahrzeug fahren. Das ist natürlich auch schon mal viel wert. Dann machen wir mal eine Testfahrt. So, das muss ja denn hier irgendwo gehen. Montagemodus, Lager, Innenraumoption, Panzerstatus, Montagemodus, Innenraumoption, nee, Panzeranalyse, Testfahrtoption, Testfahrt. Testfahrt kann nicht betreten werden, Zimmer ist noch nicht freigeschalten. Wie, Zimmer ist noch nicht freigeschalten? Wo schalte ich denn das Testfahrtzimmer frei? Testfahrt. Upgrade freischalten. Okay. So. Gut, okay. Dann jetzt. Aha. Da fährt was rückwärts. Da piept das. Oha. Teststrecke. Hier können die Spieler den Panzer testen, indem sie auf der Strecke mit verschiedenen Hindernissen fahren. Spieler können mit Hilfe des Radialmenüs in den Panzer einsteigen und auch den Motor an- und ausschalten. F1 Tutorialliste öffnen, G interessante Objekte anzeigen. Was ist das denn? G ist interessante Objekte. Sehe ich nichts. F1. Ach, da hat es ja nicht. So. Gut, dann wollen wir doch mal. Ah, da soll ich denn hinfahren anscheinend. Dann wollen wir doch mal. So, jetzt sind wir hier Fahrer. Okay. Ah ja. Oh, da sieht man ja echt sehr viel. Evakuierungslupe, okay. Schalten oder so? Ah ja. Hier scheint eine Automatik zu sein. Aha.
einfach machen. Muss ein bisschen ausrichten die Sache, weil wir ja auf der einen Seite den Sog haben. Hört sich ein bisschen schwierig an, glaube ich, für euch. Ist ziemlich laut, glaube ich. Mehr Gänge haben wir nicht. Aber hier macht man sich schon mal so durch. Das Schatten sieht auch sehr interessant aus. Naja, gut. Ist ja kein Panzerfahrsimulator. Ist ja ein Reparatursimulator. Ah, hey, hier drin ist halt auch ein bisschen besser. Über die Klapper, die Club. Die Gruppe kann ich nicht umbauen. Okay. Das ist interessant, ne? Wie klein hier die Seeschlitze sind. Also auch das Visier, wenn wir das jetzt runterklappen hier, ne? Also das hat der Fahrer früher wirklich gesehen, ne? Ich meine, okay. Also da hat der Kommandant natürlich oben gestanden, meistens hier hinter ihm. Der Kommandant bestimmt ihm gesagt, wo es lang geht, aber wenn du wirklich denn hier bei Tarnung so fahren solltest, klar, logisch, das Loch so klein wie möglich lassen, wo der Gegner durchschießen kann, weil wenn das so weit offen ist und der Gegner hier durchschießt, ne, das ist immer ein bisschen tödlich, die Sache. Du kriegst ja gleich im Kopf, die Sache. So, dann machen wir hier mal den Motor aus. Das Visier können wir nicht öffnen, okay, das auch nicht. Gut, aussteigen, Fahrzeug verlassen ist F. So, wie Fahrzeug verlassen, das ist ja erstmal ganz logisch. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt wieder zurück in die Werkstatt mit ihm. Uiuiui! Ja, war auch interessant, muss man ehrlich sagen. War sehr interessant. Aber auch, dass er den Berg da vorne nicht geschafft hat, war auch interessant. Aber das sah auch wirklich vielleicht ein bisschen schlecht machbar aus für den Kameraden hier. Aber gut. So. Dann gucken wir mal, wie sieht's aus mit dem Auftrag. Haben wir Ihnen jetzt zur vollsten Zufriedenheit 100%, 100%, wunderbar. 40 Prestige kriegen wir. Wir kriegen $22.999 bezahlt. Die Bestellung können wir abschließen. Und dann haben wir schon 100.000 auf der hohen Kante. Und jetzt gucken wir mal in der Post, ob wir nicht eine neue E-Mail gekriegt haben. Haben wir eine neue E-Mail gekriegt? Bauchhilfe bei Renovierung, Hilfe. Neustart. Braucht Hilfe bei Renovierung, da ist noch einer, braucht dringend mit dem Wolverine, okay. Also das schien jetzt sozusagen das Tutorial zu sein und jetzt haben wir hier jede Menge Aufträge, die wir machen können, wo wir uns jetzt dran beschäftigen können. Wir gehen mal ganz kurz zum Hinterhof, wir holen den T-3485 rein, ich glaube, der ist nur ein Auftragsfahrzeug und werden das Auftragsfahrzeug jetzt erstmal durchreparieren in der nächsten Folge. Also haben wir jetzt den Auftrag mit Testfahrt. Also SKFZ mit Testfahrt. War schon klasse, muss man ehrlich sagen. So, das ist der, den wir ausgebuddelt haben, ne? Den könnte man natürlich auch fertig machen. Weiß nicht, ob ich den verkauft kriege dann. Wer weiß, was hier mit dem Motor los ist. Kann ich hier mal die Motor... Wie der Motor da drin aussieht? Na egal. Komm jetzt hier nicht hoch. Also hier fehlen ja einige Teile dran. Den jetzt hier bei der Restaurierung, das ist ja natürlich, da müssen wir natürlich auch ein paar fehlende Teile kaufen oder weiß ich nicht, ob wir das alles uns leisten können. Gucken wir mal, Panzerstatus, Analyse, 1, 2, 3, 4, 5, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Teile fehlen, 6 Teile. 7 Teile. Hier fehlen die kompletten Gleisketten. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind 19 Teile, die fehlen. Also 19 komplette Teile, die fehlen. Und der Rest ist in einem erbärmlichen Zustand. Ja, komm, ab rein damit in die Werkstatt. Panzerstatus. Warte, warte, dann war das hier? Nee. Nee. Doch. Montagemodus, doch Panzerstatus, Injektionsmodus, Panzer bewegen,
Panzer nach Parkplatz, nach Werkstatt, nach Hinterhof. Ach, Parkplatz haben wir auch noch irgendwo. Keine Ahnung, wo das ist. Wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Wir können da draußen noch mal ein bisschen Schrott sammeln gehen, ne? So ist nicht. Gut, aber das erstmal zu dem. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit dem ganzen Schrott machen kann, den ich gesammelt habe. Ich weiß noch nicht, wo ich den, ob ich den irgendwo finde im Inventar oder ob ich den irgendwo einsetzen kann. Puh. So, wir haben 40 Prestige noch. Gucken wir mal jetzt, was wir bei den Upgrades noch machen können. Wir könnten hier Lackierungen, Panzer lackiert werden, kannst du auch die Tarnung sowie Aufkleber und Dekos des Panzers auswählen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Schrauben drehen geht schneller, das geht schneller, das geht schneller. Hier machen wir mehr Geld. Hier haben wir Einkäufe vergünstigen, ist immer wichtig. Kann ich schon Recycling? Erlangen Ersatzteile. Okay. Machen wir auch. Ja, Gehgeschwindigkeit ist mir eigentlich noch recht angenehm. Auftraggebende Reparaturen werden schneller erledigt und 50% günstiger. Das ist auch immer gut. Überall aber, wo wir Geld sparen können, das können wir jetzt erstmal schon mal reinhauen. Was ist das hier? Parkplatz auf Ebene 2 bietet mehr Platz für Panzer. Habe ich doch Parkplatz Ebene 1? Dann habe ich einen Parkplatz. Keine Ahnung, wo der ist. So. Recycling erlangt der Ersatzteile. Okay. Einkäufe im Shop um 50% reduziert. Immer gut sowas. So, und hier kriegen wir dann noch verdientes Geld, steigt um 25%. So, da haben wir jetzt erstmal ordentlich Prestige ausgegeben. Und dann könnte man denn hier an dem Auftrag ordentlich noch was verdienen, beziehungsweise an den nächsten Aufträgen. Gut, das machen wir dann in der nächsten Folge fertig. Bis denn. Tschüss.